Hallöchen Popöchen, da sind wir schon wieder mit dem nächsten Slime-Video. Und zwar zeige ich euch heute, wie wir eine Face-Maske selber machen können. Das ist auch eine Peel-Off-Maske. Eure Haut wird gereinigt und ihr könnt das vor allen Dingen kneten. Und das knistert so schön. Ich liebe es. Los geht's. Ihr braucht von Balea diese Peel-Off-Masken. Ich habe die im DM geholt und davon brauchen wir 6 Stück, beziehungsweise 3 einzelne Packungen, das sind ja doppelte. Und davon tun wir jetzt erstmal den Inhalt in eine Schüssel rein. Dann braucht ihr 5 bis 6 Esslöffel Wasser. Die geben wir einfach mit in die Schüssel rein. Und wenn es zu viel ist, ist auch nicht so schlimm, weil den Rest, den können wir einfach später wieder ein bisschen abschütten. Das macht überhaupt nichts. So, schön reingeben. Und jetzt rühren wir das Ganze. Ihr merkt, die Konsistenz, da ändert sich noch nichts. Denn jetzt brauchen wir erstmal Kaisernatron. Den bekommt ihr in jedem Geschäft, weil er einfach zu backen ist. Und davon geben wir 5 Fingerspitzen einfach oben drauf. Und das Ganze rühren wir wieder um. Jetzt merkt ihr schon, dass die Konsistenz ein bisschen fester wird. Und deswegen nehmen wir jetzt unsere Augentropfen. Und davon geben wir einfach einen guten Schuss mit dazu. Rühren das Ganze um. Und jetzt sehen wir schon, das Ganze fängt an, schleimiger zu werden. Nach und nach geben wir wieder ein bisschen Natron oben drauf, ein bisschen wieder von der Kombilösung. Eine genaue Angabe habe ich nicht. Das mischen wir einfach so lange, bis es anfängt, feste zu werden. Jetzt seht ihr schon, das Ganze wird ein bisschen cremiger und deswegen gebe ich noch ein Schüsschen von dem Augentropfen dazu. Rühre das Ganze wieder um und jetzt habe ich meinen Schleimbrocken sozusagen. Was ein ekliges Wort, ey. Jetzt nehme ich das in die Hand und schaut mal, wie fluffig das ist. Das ist mein bester Slime ever. Ich habe noch nie so einen geilen Slime gehabt. Schaut mal, der lässt sich so geil ziehen. Oh mein Gott. Der macht auch diese Geräusche. Aber ich möchte ihn gerne durchsichtig haben und deswegen tun wir den noch in eine Dose rein. Warten 2 Tage und wenn ich es aufmache, oh, guckt es euch einfach mal an, Leute. Oh mein Gott, der fühlt sich so schön an. Er sieht zwar noch weiß aus, aber guckt mal, wenn ich den ziehe, der wird richtig kristallklar. Ihr könnt den so geil kneten, ihr könnt den richtig toll ziehen. Das ist echt der Hammer, dieser Slime. Ich bin so begeistert. Und ihr könnt ihn auf euer Gesicht drauf machen, lasst das Ganze trocknen und dann könnt ihr das einfach wie hier wieder abpeelen. Ja, dann habt ihr ein sauberes Gesicht. Hört ihr das? Der knistert sogar. Oh, wie ich das liebe. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Ich bin die ganze Zeit am Kneten, Leute. Das ist echt schlimm. Aber ich habe noch nie so einen geilen Slime gemacht. Wenn euch das gefallen hat, dann Daumen nach oben auf jeden Fall. Und schreibt mir in die Kommentare, was der nächste Slime sein soll. Bis dann. Tschüssi, Wissli.